Was gibt mir denn, Freunde? Wir haben scheinbar noch genug Speicher. Ich kann sogar noch ein paar aufnehmen. Sauber. Ich dachte eigentlich, dass der Speicher nicht ausreicht, aber da irrt man sich. Damit du es weißt! Ja. Ja. So, was hast du? Das ist doch ein Thema, glaube ich, hast du mir gesagt. Genau, im letzten Part habe ich ja euch schon angeteasert. Also, Joker ist dafür bekannt, dass er Hurenkinder im Bus hat. Oder im Zug. Und ja, mir ist heute sowas widerfahren. Und jetzt weiß ich, wie sich Joker fühlen muss. Ich chill einfach so. Du spielst jetzt aber keine Audios ab, oder? Von dem Hurenkind. Das ist nein. Die Idee? Nein, das so. Lässt du jetzt sein. Warte. Nein, das ist Tüte weg. Also nochmal kurz Product Placement. Funny Frisch, Hurensohn-Style. Ja, habt im letzten Part gesehen, wenn ihr immer noch nicht wisst, wie die wird aussehen. Nochmal eingeführt. Nein, wird's nicht. So, also, wir hatten so ein Hurenkind im Bus. Und ja, es ging halt mega auf den Sack. Ich lese euch den Chat vor. Heute um 8.56 Uhr. Was geht? Da ist so ein Dreckskind. Digga, das eskaliert richtig. Er hat so richtig rumgeschrien. Das war ein kleines Kind, also ein kleines Baby oder so. Da habe ich mich soll ich es abschließen? Nein. Keine privaten Sachen, Mann, das ist uncool. So, und dann hast du mal nicht geantwortet um 14 Uhr. XD. Ja, da bin ich auch erst aufgewacht. Hab ich gesagt. Alter, ich war froh, als ich da raus war, als es ging, Alter, Junge. Ich hätte fast einen Anfall gekriegt. Ja, weil sowas riecht mich mega auf. Ich chill im Bus, ne? Richtig chillig hier, Posi. Every day, every night, Alter, mit Jogginghose, richtig chillig, Alter, und dann wird mal kurz in die Musik ein bisschen leiser oder so. Oder der nächste Song kommt, dann ist es kurz ruhig und dann schreit das Kind dir ins Ohr. Immer, Alter. Ich war froh, als es ausgestiegen ist. Da ist es selber ausgestiegen. Hä, die sind da irgendwann ausgestiegen. Ja, ist die ausgestiegen. Ja. Da hast du auch noch mal Glück gehabt. Bei mir sind die Hurenkinder immer die Letzten, die aussteigen. Die sind immer die Letzten, die aussteigen. Die Ersten, die kommen und die Letzten, die ich aussteigen. Ich weiß es nicht, ob die jetzt vor meiner Haltestelle ausgestiegen sind oder ob die auch bei mir ausgestiegen sind. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, die sind schon vorher raus gewesen. Doch, ja, stimmt. Weil ich habe Joker jetzt noch um 17.14 Uhr. Ich war noch beim Kumpel gewesen. Und ja, wir nach Hause gefahren, hab dann hinten, ganz hinten gechillt, Alter, hab ich Joker ein Bild geschickt, ich bin der coolste im Bus, ich sitze ganz hinten, Alter, Junge, richtig gechillt. Ach, ja, und ja, so viel zum Hurenkind, also, ich kann es mir nicht erklären, was diese Scheiße soll. Der Part heißt ja. Das Hurenkind im Bus. Ja, also Joker hat ja auch schon Erfahrung gemacht, haben auch schon bestimmt drüber geredet und ja, sagen wir so, es riecht auf, Joker hasst Babys, Joker hasst kleine Hurenkinder, die rumschreien. Junge, die gehen ja auch auf den Sack, ohne Witz, jedes Mal, wenn man eine chillige Bus, eher gesagt eine Zugfahrt haben will und man muss mit dem Zug locker so in jedem Zug, wo ich hingegangen bin. Okay, ich musste ja öfters aufsteigen, ganz klar, aber trotzdem. Jedes Mal, egal wo ich nicht gegangen bin, ich musste immer mit dem längsten, also wo ich am längsten fahren würde, also ich müsste ja mehrmals umsteigen. Und insgesamt geht die Fahrt zum Beispiel 5 Stunden oder sowas. Und ja, jedes Mal muss ich halt umsteigen. Ich hatte, glaube ich, dreimal umsteigen manchmal. Da, wo das Hurenkind gekommen ist. Dreimal umsteigen, so. Ratet mal, in den zwei Zügen musste ich jeweils nur eine Stunde oder so fahren und in dem anderen musste ich dann 3 Stunden fahren. Ratet mal, in welches das Hurenkind kam. Natürlich in das, wo man am längsten fährt. Ist ja ganz klar. Jedes Mal, Alter, ohne Witz. Das geht einfach auf den Piss.
Da willst du 3 Stunden, da denkt man sich schon, Junge, wie soll ich denn das überbrücken? Da kommt so ein hässliches Uhrenkind und schreit dann noch so rum die ganze Zeit, wie so ein abgefucktes, ja, hässliches Viech, Alter, ohne Witz. Vor allem Joker schreibt dann mit Caps Lock, schreibt er mir halt Small Scheiß Uhrenkind. Das soll die Schnauze halten. Ist so. Was ist das für ein Kind, Alter, ohne Witz? Boah, Alter. Sowas gehört abgetrieben, Alter. Selbst lebendig abgetrieben noch. Bitte. Es gibt so eine Bahn, oder nee, bei uns in einem Bus, da gibt es sowas, das nennt sich so, im Brandfall kann man die Scheiben einschlagen mit dem Teil. Junge, die dürftest du locker schon längst einschlagen, wenn so ein hässliches Hurenkind neben dir ist. Dürftest du schon locker, das ist auch ein Brandfall. Das ist auch ein Brandfall. Ja, muss Brand deines Gehirns und deiner Ruhe, Alter, ohne Witz. Ja, also ich bin der Typ, weil ich habe ja gesagt, wir haben ja gesagt, so mit McDonald's App, ich habe gesagt, ich kann mich nicht von Spotify trennen, weil Spotify, ich habe ja Spotify Premium so gesehen. Ich kann offline Musik hören, wenn ich die mir abspeichere, habe ich ja gemacht. Ich genieße einfach mein Leben, höre Rammstein und so alles, das so mir gefällt. Und wenn dann so ein Hurenkind lauter ist als die Musik. Ja. Junge, bei Metal außerdem noch, Alter. Ich höre, ja. Junge, wie kann ein Hurenkind lauter schreien als der Bastard, der in einem Metal-Lied so rumbrüllt, wie so bis zum Gehtnimmer. Das funktioniert doch nicht. Dort, ich höre, die schreien nicht so rum. Aber trotzdem ist es so laut, weil ich höre es auf volle Kanne, deshalb. Und es hat mich gewundert, dass die meisten schon gehört haben, sag ich, Digga, war es jetzt da oder war es das Hurenkind? Dann sag ich, okay, ich kenn doch das Lied in- und auswendig. Das war das Hurenkind wieder. Dann habe ich Pause gemacht, dann habe ich schreien gehört. Boah, sofort wieder Musik an, Alter. Ich hatte gar keinen Bock mehr. Ja, es geht einfach auf den Sack. Ja, also merkt euch ja, jetzt in dem Baby im Bus hat. So, wieso können die sich nicht ein Taxi holen oder irgendwas, Mann? Warum müssen die Bus fahren? Haben die keinen. Hat das Hurenkind kein Dad, das irgendwie fahren kann? Meine Güte, Alter, ohne Witz. Deswegen, Leute, macht mit 16 oder 17, macht bitte schon Führerschein. Ich will euch sowas ersparen. Ja, ohne Witz, macht das einfach wirklich. Ich bin 19! Ich bin 19! Ich war nur mit dem Bus und so alles und. Ich bin 21 und fahre immer noch mit dem Bus. Alter, weil ich keinen Bock habe auf den Führerschein. Und ja, gesagt, ich hätte Zeit hatte wirklich. Ich hätte schon Bock, so ich will Automatik machen, muss ja nur Gas geben und bremsen, weil. Ich glaube, wenn mein Vater sich schon, der will sich ja einen neuen Wagen kaufen. Einfach so, einen Wagen kaufen jetzt, so, ein Suzuki. Der soll ja Automatik sein oder so, und sag ich, ja, kann ich da locker auch mitfahren, ist ja nur Gas geben und bremsen. Dann lässt er mich ein bisschen damit fahren, so auf dem Parkplatz oder so. Das funktioniert nicht, das funktioniert locker nicht 100%. Ja, keine Ahnung, mal gucken. Ich will mir auch so Auto. Also in der Türkei bin ich auch immer irgendwie Auto gefahren. Als kleiner Junge bin ich Auto gefahren. Was ist alles so in Dörfern immer? Immer. Ja, ich bei mir ist ja fahren so ein bisschen, keine Ahnung. Das Auto ist schon heilig, ne? Ich dumm, weil ohne Auto ist scheiße. Egal, also ja, Gangschaltung ist mir schwer gefallen. Kupplung treten und so alles hat mir. Oh. Und dann hieß es ja immer, ja, du kriegst das doch in der Fahrschule alles beigebracht. Du kannst keinen Unfall bauen, wenn doch, du bist versichert. Oder so, der Lehrer hat auch noch eine Bremse bei sich, dass er bremsen kann. Und so alles. Aber warum hast du Angst vor dem scheiß Fahrlehrer? Wen juckt das? Na, generell so vorm Autofahren so. Bei mir ist das zum Beispiel einer der Gedanken ist, was ist, wenn ich jetzt einen Unfall baue, so einen richtigen Unfall, und dann zum Beispiel jemand drauf geht. Ja gut, wenn es eine Frau mit einem Hurenkind ist, dann juckt die gerade im Bus einsteigt. Dann juckt es natürlich nicht. Wenn die gerade aus dem Bus, die steigen vom Bus aus, jemand dachte sich so, endlich ist dieses Hurenkind weg und es wird dann überfahren. Dann gucken die da raus, dann liegt es da und alles. Endlich, ja, okay, das sagen die dann. Dann sagen kann man da eigentlich in das Haus rein? Ja, aber ich bin nicht mit Elliot befreundet oder wie der heißt.
Ja, warum würde ich das mal machen? Ich würde es noch Bock. mal zeigen. Kein Bock. Springbrunnen Ich Hunter. hab einfach keinen Bock. Glücksbrunnen Oh Hunter. yeah, ich habe keine Lust. Oh yeah. Ich hab einfach keine Lust. Oh yeah. Ich hab einfach keine Lust. Oh Ich habe yeah. keine Lust. Ich habe Einfach keine keine Lust. Lust. Yeah. Ich hab Komm, einfach Stein. keine Lust. Oh yeah. Einfach keine Lust. Oh yeah. Ich hab einfach Ich keine habe Lust. keine Oh Lust. yeah. Ich habe keine Lust, mich nicht zu wiegen. Ich Warum hätte. habe ich immer noch nicht mein neues Headset? Oh yeah. Ich habe keine Lust, mich zu wiegen. Ich habe keine Lust, im Fett zu liegen. Ich hätte Lust mit großen Tieren. Hab keine Lust, es zu riskieren. Hab keine Lust, vom Schnee zu gehen. Hab keine Lust, zu erfrieren. Ich bleibe einfach liegen und Ist wiege ein 10 Scheißlied, oh Kilo. yeah. Los, fasse ich mich an und So merke, ein ich bin Ka-a-a-a-Lied. schon Es lange ist wirklich krank. ein Leute, Gammellied, welches Lied oh war das da? yeah. Also erratet den Song, welches Lied das war. Ich hab Ja, okay, einfach obwohl. keine Lust, yeah. Ja, das ist schon. Genau, was ist das für ein Lied? Ich hab keine Lust, oh yeah. Hey Leute, ihr wisst es, Rammstein, keine Lust. Das ist einfach geil. Das Lied. Es gibt halt wirklich einen Rammstein-Lied, das heißt keine Lust. Ne, ich hab einfach keine Lust, oh yeah. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Guck mal, da ist Drache-Schlagzeug. Wo denn? Hahaha! Da hat er noch mal den, da hat er noch den Lügensong gespielt. Ja. Lol. Ich bin heute früh aufgestanden, um die Tiere zu füttern und ich hoffe, das ist nicht dein Job heute ein wenig einfach. Ich habe auch etwas Ach, hat gemacht. die das jetzt ge hat die jetzt die gefüttert oder was? Das wäre nämlich Ja. jetzt geil. Ich liebe dich. Ja, voll gefüttert. Ich glaube aber, die brauchen nichts mehr essen. Ich glaube, die haben schon aufgefressen. Genau, die haben schon aufgefressen. Dann die fressen das nicht so schnell. Die hat ja einfach nicht gefüttert. Das ist ganz einfach. Das ist das Die hatte Einzige. keine Lust. Die hatte Ja, der hat ja auch keine keine Lust. Lust. Natürlich hat sie keine Lust, aber dann sagt man das auch nicht, dass ich die schon gefüttert habe. Genau, ich sehe es auch. Ich habe keine Lust. Boah, die Ich Mucke hoffe ist so so. geil, Alter. Ich glaube, sowas kommt auch bald wieder, so ein geiles Spiel, so mit geiler Grafik und so alles. Haha, geile Grafik. Genau. Ja, was ist an Stardew Valley eine geile Grafik? Ist doch einfach nur eine Retro-Grafik. Ist doch voll okay, sieht halt okay aus. Ich finde, das geht ist einfach cool schon. Mir juckt Sowas die wieder, Grafik jetzt so an sich kommt nicht, locker als aber. Projekt auch wieder. Was Sowas, wenn denn? wieder sowas ist. Ich hätte nie gedacht, dass das sowas Cooles wird wie damals Harvest Moon so. Weil Harvest Moon war schon auch eine Sucht. Junge, Aber auch so. du hast es doch nie gespielt, Alter. Ja, und ich war auch dabei, Alter. Ich war doch voll gern dabei. Ich habe gern zugeguckt, weil es war so. Ich habe mitgefiebert so Ich habe das damals damals Harvest als Moon. Kind gesuchtet, aber heutzutage suchten ist jetzt was anderes, aber es macht halt Ja, Fun, kann ich mir schon sagen, ja. ich glaube, die einzige Sucht, die du wirklich hattest, Alter, wo du selbst dein Kanal betroffen war, war CSGO einfach. Das ist die richtige CSGO-Sucht. Ich zocke eigentlich immer noch zwischendurch noch. Ja, zwischendurch, aber du hast richtigen Content gemacht, was mit CSGO war. 4 CSGO und so. Case Ist ja auch geil, Openings. ich war, es hat auch einfach Fun Ja. gemacht. War War was auch richtig, anderes, ich also konnte sagen wir mal so. CSGO machen, ich hatte einfach viel mehr Lust auf das Spiel. Joker war halt gehypt und so, deshalb war es auch kein Problem. Da war ich auch in den Hype mit drin. Haben wir einfach gesagt, ja, komm, wir holen uns für 40 € oder so, holen wir uns PSC.
Und dann machen wir Kisten auf. Was war in der ersten drin, die ich geöffnet habe? Asimov. Mein Kumpel hatte keinen einzigen Skin, war ich so sozial, habe ihm meine Asimov geschenkt, weil ich meine AWP Boom bekommen habe. Die ist weniger wert, so ein paar Euro, aber egal. Was hat er gemacht? Er hat die verkauft, super. Toller Freund. Dann sag ich, ja toll, hätte ich auch gern wieder gehabt, dann hätte ich zwei Skins. Aber CSGO war wirklich eine Sucht, ey. Wie geht's dir, Bro? Ich hab nicht geredet. Was geht? Warum bist du so fett? So willst du nur Fett sagen, überhaupt? Wer hat hier Chips gefressen wie so eine fette Nuss? Ich kann auch wieder damit anfangen, ja? Ne, ja, du bist ja auch fett, das glaube ich dir. Was heißt hier damit anfangen? Wann hörst du damit auf? Ich liege gerade in einer chilligen Position. Auf meinem Sofa. Ach, hast du dich wieder zurück zum Start bewegt? Ja. Okay, sauber. Ne, der Start ist ja hier an meinem in meinem Bett, deshalb. Nee, ja, ich bin vorne. Ja, ist zurück zum Start. Siehst du? Ja, okay, warte. Warte, ich muss kurz Kopfhörer rausmachen. Dann höre ich dich wenigstens, wenn ich dann in ein Bettchen gehe zum Beispiel. Also wenn ich ja zurück zum Start bin, dann muss Joker sagen, ja, er hat einen guten Start hingelegt. Er hat einen weiten Weg gehabt. So, Freunde, ich begebe mich jetzt zum Start. Die Chips nehme ich mit. Natürlich nimmst du die Chips mit, was sonst? Hört man mich ja eigentlich gut hier hinten? Ja, eigentlich sogar schon. Alter, Digga, wirklich? Geil! Warte, ich hab sogar noch eine Idee. Das hört sich halt einfach nur asozial an, weil du dich so weit weg. Ja, weit warte, weg ich hab eine Idee. Ich hab ja ein langes Rode-Kabel. Du bummelst einfach so von hinten rum. Wie so ein. Ich habe ja ein Rode-Kabel. Ja, noch lauter, bitte. Scheiße, hast du das gehört? Nein, hab ich nicht. Was hast du denn jetzt schon wieder gefressen? Hörst du mich wieder? Ja. Ja. Gut, so. Ja, saubere Leistung, Echo. Toll. Oh scheiße, der hat die Einstellung geändert. Und so. Soll der Schrott. So. Warte. So, Aufnahmegeräte, Rode, NT1A, der Pegel muss runtergesetzt werden. Ich hoffe, Mann, ich will mein neues Headset jetzt endlich, Alter. Ich hoffe, es passt jetzt so. So, also. So, Freunde, ich chill jetzt hier hinten im Bett, also wenn... Wenn es so chillig ist, dann ja, kann ich so eigentlich jeder Aufnahme dabei sein. Also ich kann chillen. Alles ist richtig chillig hier im Bett. Das ist der Vorteil, wenn man so ein kleines Zimmer hat. So groß wie so ein Gefängniszelle, so fast. Nur luxuriöser und ein bisschen größer, ein bisschen nur. Ja, aber ist chillig. Und Joker muss sitzen, er muss vorm PC sitzen und, Ja, dafür habe ich aber hab ich das in meinem Part. Alles auf meinem Kanal hier. Weißt du was, Joker? Ja. Das ist so ein Fettsack, Alter, ohne Witz. Ja, dafür habe ich aber hier meine Projekte beendet, hä? Wie wär's mit deinem Kanal, hä, Fettsack? Kein Bock. Ja, Leute, aktueller Stand.
Crash Bandicoot, nach zwei Parts geht's nicht mehr weiter. Was ist da los? Ja, ein Statement ist... Ja, sag ich jetzt einfach so, wie es ist. Ich habe keinen Bock. Ich hab keinen Bock, aber ich habe noch 8 Parts auf dem PC. Nur die, ich habe keinen Bock, die zu rendern, weil das, bei meinem Gammel-PC. Ich habe so eine mega geile Grafikkarte, nur das reicht nicht. Ich brauche einen besseren Prozessor, ich will einen besseren Arbeitsspeicher, ich will ein neues Mainboard. Ich habe mir auch alles schon rausgesucht, so für 700 Euro, alles. So, und ja, weil das Problem ist, wenn ich eine Datei rendern will mit Premiere Pro, dann spackt der PC rum, heißt dann dauert der... braucht der sau lange, um etwas auf YouTube zu öffnen, ein Video zu starten, dann braucht er sau lange, um überhaupt was zu machen. Das regt dann auf. Ja, es regt auch auf. Bei mir ist überhaupt kein Problem. Ich kann rendern und kann alles machen. Das Einzige, was ich nicht machen kann, ist aufnehmen, aber ich glaube, dann müsstest du auch den mega hammer kranken PC haben, dass das funktioniert. Ich glaube, das geht bei gar keinem, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Es geht bei. Nee, bei Kronk geht's auch nicht, glaube ich nicht. Glaube ich nicht, nee. Das ist bei ihnen, glaube ich, das nicht. Prozessor muss dann Weltklasse sein. Tut mir leid, das glaube ich halt einfach nicht. Der kann sich locker. Junge, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, tut mir leid. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das geht. Weil das ist. Du weißt, wie viel. Ja, es funktioniert nicht, denke ich nicht. Muss schon viel zu krass sein. Komm, Gronkh schafft das, glaube ich nicht. Hast du den Weltklasse-Furz gehört, wenn ihr den gehört habt? Oh, du bist so eine fette Sau, Alter, ohne Witz. Der kam nämlich von Herzen, Alter, ganz im Ernst, Alter, ich liege gerade. Fettsack. Oh, das ist so schön. Alter, du bist so eine fette Nuss, weißt du das? Du bist so komplett übergewichtig, Alter. So, aber ich glaube, das war's dann auch für diesen Part, würde ich mal sagen. Schande, meine Pizza! Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, der Speicher reicht jetzt noch aus, um zu sagen, dass morgen nichts mehr ist. Ne? Ja, Leute, ich wechsle auch jetzt wieder zur normalen Pose. So, Freunde, morgen ist halt leider wirklich nichts mehr. Ne, würde ich mal sagen, oder? Oder wie siehst du das? Also ich würde sagen, morgen ist nichts mehr. Tschüss. Du kannst ja auch mal deine Meinung erklären, warum morgen nichts mehr sein soll. Ja, morgen ist nichts mehr, weil... Morgen ist nichts mehr mit der Welt, weil... Keine Ahnung. Ja. Wasserstoffbombe oder so. Ja, aber Freunde, weil Fat Blue einfach... Natürlich, ganz einfach, der ist in der Mine reingetreten. Fat Blue ist in eine Mine reingetreten, deswegen ist morgen nichts mehr. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.